Wir beginnen mit dem großen Quadrat aus Schritt 1 der Häkeldecke Tamura und zeigen dir jetzt die wichtigsten Häkeltechniken dazu. Wie gesagt, wir starten mit dem ersten großen Quadrat, das du in Runden häkelst. Du darfst dich also nicht beirren lassen. Das Ganze wird auf jeden Fall später noch ein großes Quadrat. Für die erste Runde brauchst du einen Anfangsring und eine Anfangsmasche. Die zeige ich dir jetzt. Du legst den Faden zwischen deinen kleinen und den Ringfinger, führst den Faden nach oben zum Zeigefinger, wickelst ihn einmal um den Daumen und fixierst das Fadenende zwischen deinen Fingern. Gehst mit der Nadel in die Daumenschlinge, holst dir deinen Faden und bildest die Anfangsmasche. Das ist die Grundlage für die weiteren vier Luftmaschen, die du häkelst. Dazu den Faden holen und durch die Schlinge ziehen. 1, 2, 3 und 4. Diese vier Luftmaschen schließt du jetzt zu einem kleinen Ring, zu deinem Anfangsring. Dazu in die erste Masche einstechen, den Faden holen, durch die Schlinge ziehen und eine Kettmasche bilden. Dein Anfangsring ist entstanden. Für die erste Runde, in der du einfache Stäbchen häkelst, häkelst du noch zwei weitere Luftmaschen und kannst jetzt mit den einfachen Stäbchen beginnen. Dazu einen Umschlag machen, in den Ring stechen, den Faden holen. Es liegen drei Schlingen auf deiner Nadel. Den Arbeitsfaden holen und durch die ersten beiden Schlingen ziehen. Den Arbeitsfaden erneut holen und durch die letzten beiden Schlingen ziehen. Dein erstes einfaches Stäbchen ist entstanden. Du häkelst noch zwei einfache Stäbchen. Einen Umschlag machen, in den Ring stechen. Drei Schlingen liegen auf deiner Nadel. Durch die ersten beiden Schlingen ziehen. Den Arbeitsfaden erneut holen und durch die letzten beiden Schlingen ziehen. Stäbchen Nummer 2. Das dritte, einen Umschlag machen, in den Ring stechen, den Faden holen, den Arbeitsfaden holen und durch die ersten beiden Schlingen ziehen und durch die letzten beiden Schlingen ziehen. Du hast drei einfache Stäbchen gehäkelt und häkelst jetzt eine Luftmasche. Das Ganze, drei einfache Stäbchen und eine Luftmasche häkeln, wiederholst du bis zum Schluss, bis du 12 einfache Stäbchen hast. Eins. Nummer zwei. Und Nummer drei. Die Luftmasche nicht vergessen. Die nächsten drei. 1, 2, 3 und eine Luftmasche. Jetzt kannst du die Stäbchen ein bisschen drüber schieben, dass du wieder genug Platz zum Häkeln hast. Für die letzten drei einfachen Stäbchen. 1, 2 und Nummer 3. Die Luftmasche nicht vergessen. Und jetzt kannst du deine erste Runde schließen, indem du in die Maschenschlingen deines ersten Stäbchens stichst. Hier ist dein erstes Stäbchen und hier die Maschenschlingen dazu. Hier einstechen, den Faden holen, eine Kettmasche bilden, etwas anziehen und fertig ist deine erste Runde. In der zweiten Runde häkelst du wieder einfache Stäbchen plus Stäbchenbündel, die du immer um die Luftmasche der Vorrunde häkelst. Das zeige ich dir jetzt. Für die einfachen Stäbchen wieder zwei Luftmaschen häkeln. Dein erstes einfaches Stäbchen häkelst du in die gleiche Einstichstelle wie deinen Rundenschluss. Einen Umschlag machen, in die gleiche Einstichstelle wie deinen Rundenschluss. Einstechen, den Faden holen und dein erstes einfaches Stäbchen.
Stäbchen Nummer 2 in die nächste Einstichstelle. So, und jetzt kommt dein Stäbchenbündel, das du um die Luftmasche der Vorrunde häkelst. Dazu einen Umschlag machen und ganz normal ein einfaches Stäbchen bilden. Noch ein zweites, auch um die Luftmasche. Jetzt häkelst du eine Luftmasche dazwischen und wieder zwei einfache Stäbchen um die Luftmasche. Eins und Nummer zwei. Du hast jetzt zwei einfache Stäbchen in je eine Einstichstelle gehäkelt und um die Luftmasche der Vorrunde dein Stäbchenbündel bestehend aus zwei einfachen Stäbchen, einer Luftmasche und nochmal zwei einfachen Stäbchen. Das Ganze wiederholst du bis zum Schluss. In die nächste Einstichstelle wieder ein einfaches Stäbchen. In die nächste Einstichstelle auch wieder ein einfaches Stäbchen. Jetzt kommt ein Stäbchenbündel um die Luftmasche der Vorrunde. Häkelst ein einfaches Stäbchen um die Luftmasche. Dein zweites um die Luftmasche. Häkelst eine Luftmasche dazwischen. Und nochmal zwei einfache Stäbchen um die Luftmasche der Vorrunde. Faden dazwischen. Zwei und wieder ein Stäbchenbündel um die Luftmasche der Vorrunde. Bestehend aus zwei einfachen Stäbchen, eine Luftmasche und nochmal zwei einfachen Stäbchen. Jetzt die letzte Runde mit zwei einfachen Stäbchen in je eine Einstichstelle. Das letzte Stäbchenbündel um die Luftmasche der Vorrunde. Luftmasche und noch zwei einfache Stäbchen. So, und jetzt kannst du deine zweite Runde schließen, indem du wieder in die Maschenschlingen deines ersten Stäbchens einstichst. Hier dein erstes Stäbchen, in die Maschenschlingen einstechen, den Faden holen und eine Kettmasche bilden. Fest anziehen und fertig ist deine zweite Runde. Und wie du schon sehen kannst, in den Ecken, in denen du die Stäbchenbündel gehäkelt hast, wird das Ganze auch schon zu einem Quadrat.